Halt! Bist du einer der Knechte von Lobards Hof? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ich bin noch nicht lange bei Lobard. Was willst du in der Stadt? Ich muss zum Anführer der Paladine. Okay. Ich muss zum Anführer der Paladine. Ich habe eine wichtige Nachricht für ihn. Ach. Und was könnte das wohl für eine wichtige Nachricht sein? Drachen. Das Auge Enos, die Armee des Bösen lagert vor Kyrenes. Die Stadt wird bald angegriffen. Nehmen wir das. Die Stadt wird bald angegriffen. Was? Von wem? Von den Orks? Hast du ihre Armee gesehen? Ja, im Tal von Kyrenes. Ich habe einen riesigen Drachen gesehen. Ja, ich war im Tal von Kyrenes. Ich habe riesige Drachen gesehen. Du lügst doch. Der Pass zum Tal wird von beiden Seiten gehalten. Niemand kommt da durch. Echt? Mach, dass du wegkommst. Ey, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe hier nämlich Kräuter für den Alchemisten Konstantino. Ich habe hier die Kräuter für Konstantino, den Alchemisten. Aha. Wenn das so ist, dann zeig mal, was du da mitgebracht hast. Sieht gut aus. Na schön, dann geh mal rein, aber mach keinen Ärger, klar? Jackpot! Weitergehen. Gut, und Greg kriegt dann jetzt seine Bauernrüstung, dann haben wir das nämlich geklärt. Super, beide in die Stadt gelotst. Ein Erfolg. Habt ihr das Zischen auch gehört? Ich sehe da auch was. Durch die Bäume hindurch. Wie ich was sehe. Das ist der Feldräuber von neben. Nein, nicht der, aber einer. Gut. Verfolgt mich nicht. Hi. Psst. Hey du, komm mal her. Okay. Was ist? Unterwegs in die Stadt? Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal, du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Warum nicht? Versteckst du dich vor jemanden? Du siehst nicht aus wie jemand, der Goldstücke hat. Lass das Gefasel, sag mir, was du willst. Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, habe ich recht? Aber sicher. Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Mit dieser Bauernkleidung sollten sie dich vorbeilassen. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Das ist gut. Tja, er hat aber immer noch eine Augenklappe, das möchte ich nur noch dazu sagen. Außerdem haben wir die Rüstung doch, also diese Bauernrüstung, für 30 Gold gekauft. Und jetzt haben wir 50 bekommen. Also, wo beschwert er sich da bitteschön? Das bisschen Arbeit, womit er das von 60 runtergehandelt hat, naja, ist jetzt auch egal eigentlich. Hauptsache, wir haben Greg geholfen und kriegen hinterher noch eine Belohnung, die sich wirklich Leute auszahlen wird. Das ist kein Scherz. So, wir dürfen rein und jetzt müssen wir uns erstmal stundenlang von Lothar behelligen lassen. Passt auf, Leute. Halt, Fremder! Ich bin Lothar, Paladin des Königs und demütiger Diener Innos, deines Herrn. Unser Kommandant Lord Hagen hat mich mit der Aufgabe betraut, allen Neuankömmlingen die neuen Gesetze zu erklären, die für alle Bewohner der Stadt gelten. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. Ich mag. Ist das wirklich wahr? Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Ich habe eine wichtige Nachricht für den Anführer der Paladine. Der ehrenwerte Lord Hagen ist für niemanden zu sprechen. Für alle Fragen des gemeinen Volkes ist Lord Andre, der Kommandant der Stadtwache, zuständig.
Habt ihr Gleck im Hintergrund gesehen? Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Hör zu, die Stadt wird von Drachen bedroht. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein Spinner. Wir haben schon genug Unruhe in der Stadt, auch ohne dass hier irgendwelche Schwachköpfe den Leuten mit Märchen über Drachenangst machen. Den letzten, der hier was von Drachen erzählt hat, habe ich direkt eingebuchtet und mit dem Gefangenentransport ins Minental geschickt. Also hüte deine Zunge. Wir können hier niemanden gebrauchen, der Panik unter den Leuten verbreitet. Na, schade. Nehmen wir das. Hier hat schon jemand von den Drachen berichtet? Ja, der Kerl hieß Diego, glaube ich jedenfalls. Diego! Ich hatte ihn gewarnt, genau wie dich. Aber der Spinner wollte einfach nicht aufhören, mir auf den Geist zu gehen. Sag mir nicht, ich bin gekommen, das Auge Innos zu holen. Das heilige Auge Innos? Woher weißt du davon? Du bist kein Angehöriger des Ordens. Ein Magier hat mir davon erzählt. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren, dir eines der Geheimnisse unseres Ordens anzuvertrauen. Aber er hatte sicherlich nicht im Sinn, dass du es in die Finger bekommst. Aber ich will nichts mehr davon hören. Ich wundere mich über gar Erst fängst du mit Märchen über Drachen an und dann das. Unfassbar. Kann ja nicht ewig so weitergehen. Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach. Erzähl dir doch ja, was Neues. Es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiht sie nicht nach oben drein, wenn du in der Stadt bist, klar? Gut, erklär mir die Regeln der Stadt. Erstens, der ehrenwerte Paladin Lord Hagen residiert zusammen mit seiner Truppe im oberen Viertel. Deswegen ist der Zutritt zum oberen Viertel nur ehrenwerten Bürgern gestattet. Zweitens, das Rathaus im oberen Viertel dient als Kommandoposten der Paladine. Dort haben nur die Paladine selbst und Angehörige der Miliz Zugang. Und drittens, wer eines Verbrechens angeklagt ist, muss sich beim Kommandanten der Miliz dafür rechtfertigen. Noch Fragen? Ja, warum wascheln die da hinten so komisch lang? Wie werde ich Bürger der Stadt? Nur wer hier einer ordentlichen Arbeit nachgeht, wird als Bürger der Stadt angesehen. Aber denk nur nicht, dass du bei Lord Hagen vorgelassen wirst, nur weil du Bürger der Stadt bist. Als Bürger hast du Zugang zum oberen Viertel, mehr nicht. Nur als Angehöriger der Miliz hast du Zugang zum Rathaus. Dann müssen wir wohl eine Miliz werden. Oder etwas Ähnliches. Naja. Wie komme ich zum oberen Viertel? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Du bist kein Bürger dieser Stadt. Du kannst dir den Weg sparen, die Wachen werden dich nicht einlassen. Der gesamte Bereich hinter dem inneren Stadttor ist tabu für dich. Wo finde ich Arbeit? Du wirst dich bei einem der Handwerksmeister hier in der Unterstadt als Lehrling bewerben müssen. Sobald einer der Meister dich aufnimmt, bist du Bürger der Stadt. Allerdings müssen dafür auch die anderen Meister zustimmen. So will es der Brauch hier in Korinis. Wenn du auf die Idee kommen solltest, im Hafenviertel nach Arbeit zu suchen, vergiss es. Da wohnt nur der Abschaum der Stadt. Geh bloß nicht dorthin, du würdest es bereuen. Wie werde ich bei der Miliz aufgenommen? Auf ausdrücklichen Befehl von Lord Hagen werden nur Bürger der Stadt bei der Miliz aufgenommen. Verstehe. Wenn du mehr wissen willst, melde dich bei Lord André in der Kaserne. Was muss ich tun, um eine Rüstung wie deine zu bekommen? Was? Du bist ja noch nicht einmal bei der Miliz. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Wie kannst du daran denken, die Rüstung eines Paladins tragen zu dürfen? Das war doch klar. Nur wenige Soldaten der Miliz, die Außergewöhnliches geleistet haben, haben bisher diese Ehre erhalten. Wenn du ein Paladin werden willst, hast du noch einen weiten Weg vor dir, mein Junge. Von mir erfährt keiner was. Wo finde ich den Kommandanten der Stadtwache? Lord André hält sich in der Kaserne am anderen Ende der Stadt auf. Ich erzähl dir doch nichts. Wo kann ich hier übernachten? Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, geh zum Hotel, direkt gegenüber der Kaserne. Die Paladine kommen für die ordentliche Unterbringung aller Reisenden, die in die Stadt kommen, auf. Die fahrenden Händler vom Marktplatz sind auch dort untergebracht. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich muss weiter. Wenn mir noch einmal zu Ohren kommt, dass du den Leuten hier was von Drachen erzählst, bekommst du mächtigen Ärger mit mir. Klar? Ja. Okay, damit haben wir Lothar schon mal abgehakt. Jetzt müssen wir also ein Bürger der Stadt werden. Bedeutet, wir müssen mit Leuten reden und ich weiß auch genau, zu wem ich als allererstes gehen will. Ist doch klar. Ui. Da du, mit deinem Lehrling Brian.
Wir sind nämlich, wir wollen uns beim glühenden Amboss bewerben. Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Tja, ich bin kein Taugenichts. Aber müsste ich nicht erstmal Bewerbung, Lebenslauf anschreiben, Lichtbild und so weiter einschicken? Ha? Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das?